Herzlich willkommen zurück hier bei einer weiteren Folge Oberzock der Banished. Ist mittlerweile. Ich glaube, Folge 81 müsste das jetzt sein. Wir haben jetzt in der letzten Folge hier einiges an Häusern wieder abgegradet. Deswegen haben wir jetzt hier noch 28 Arbeitslose, hätte ich jetzt fast gesagt, aber Obdachlose. Wir haben ein paar Tiere gekauft, deswegen hoffe ich mal, dass das jetzt hier so schnell wie möglich fertiggestellt wird, damit uns die Tiere dann nicht verhungern oder wegsterben. Das wäre Katastrophe. So. Das. Macht mal. Die Lager müssen sie auch noch wieder umräumen. Wenn sie dann irgendwann mal Zeit haben. Sugar House. Macht nur wie fein Sugar. Was wollten wir Refined Sugar haben? Ich weiß es nicht. Was ist hier? Ah, okay. So, die Häuser hier sind immer nicht fertig. Die hier unten auch nicht. Jetzt ist deins fertig geworden. Dann können hier unten nämlich mal ein paar mehr Leute arbeiten und müssen nicht so weit laufen. Uiuiuiui. Aber gar nicht mehr weg da. So, 49.000 ist das Minimumziel. Aktuell geht's, sieht es noch gut aus. Wir haben noch einiges hier liegen. So, als nächstes werden dann diese Häuser hier abgegradet, wenn wir genug Material noch haben. Noch haben wir 117, okay. Das scheint mir noch zu passen. Fischfarmer. Fischermann, doch, waren alle drin. Stopp, da habe ich gerade noch irgendwas gesehen. Ne, 35,45, okay. Gut, da können wir wieder 6 abziehen. Aber noch was, noch 107 und noch 13 Obdachlose. Baut jetzt hier unten gerade massiv aus, ich glaube hier oben auch noch, ne? Genau, die hier oben sind fast alle durch. So, und ihr könnt jetzt diese Saison hier voll anfangen. Forester. Forester. Ah.
Okay, da kommt so langsam auch in die Pötte hier. Der hat Lamba. Wir haben doch hier irgendwas hergestellt, was... Was ein Hardwood braucht, oder nicht? Ich habe gesehen, hier oben die Häuser sind alle im Bau und fast fertig. Und hier passiert noch gar nichts. Leute, so 101, die haben auch schon alle ihre Rohstoffe. So, das wären jetzt mal Steinhäuser, ne? Ja. Was bräuchten wir eigentlich für die Luxushäuser? Können wir die eigentlich auch nochmal abwerten? Nice Country House. Stone, Country, Turnip Dough, Large Residence. Townhouse, wie sieht das aus? Ups, falscher Knopf. Ne, also das gefällt mir überhaupt nicht. Improve the more comfortable. Das provides nur, das ist ein Reihenhaus. Large Residence. Die ist halt so groß. So, die hier oben sind jetzt fast alle fertig. Hier ist es, wird Winter. Das Zeug kommt hier nicht weg. Was ist das hier? Ach, das gehört dazu, in den Garten. Oh, hier liegt noch so viel Zeug.
Pass auf, wir machen das mal anders. Das hätte ich mal vorher machen sollen. Country, was ist hier? Auch noch Stonehäuser. Warum mache ich denn so einen Scheiß überhaupt? Das bitte fertig machen. So, das hier oben muss noch gebaut werden. Hier wird jetzt gerade auch alles Platz geschaffen, das ist auch schön. Produced 155. Das ist noch nicht genug. Standard, Fenceless. Nein, Standard. 17x17. Das passt doch nicht. So, 17x17. Da oben sind auch schon genug Arbeiter, die da sich drum kümmern.
Das ist im Bau. Da ist das Zeug zwar schon abgerissen, aber noch nicht weggetragen, aber können wir da trotzdem drüber bauen? Können wir schon. Stonehouse. Passt auch. Oh, das sieht doch ganz gut aus. 164.000 Nahrung. Das sieht noch viel besser aus. Da haben wir 9.600 Überschuss gehabt. Der Graf spricht auch eine ganz eindeutige Sprache. Unsere obdachlosen Hütten sind auch alle frei. Passt. Ziel ist erstmal 1000 Adults zu haben, also 1000 arbeitende Bevölkerung. Hier, 1000. Alles weitere sehen wir dann. So, das Lager ist umgebaut, sehr schön. Und Schafe. Da wird noch gehämmert, was das Zeug hält. So, und hier kommen wir erstmal wieder auf 64 runter. So, ihr seid alle gut dabei. Ihr hier unten auch. Dann kann ja nicht nach und nach diese Siedlung hier aufgewertet werden. Aber was heißt nach und nach? Alles sofort. Machen wir sofort, komplett. Haben wir jetzt zwar mal ein paar Obdachlose wieder, aber hier sind gleich genug Häuser fertig, können die da reinziehen. Guck mal, wir werten jetzt hier 2, 4, 6, 8, 10 Häuser auf, da sind gleich 6 fertig,
Da sind zwei fertig, sind acht. Und dann kommen noch fünf Stück, die dazukommen. Passt. Alles kein Problem. Und die Oma hat also so eine Langeweile, dass sie hier schön arbeiten. Arbeiten, 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 arbeiten. Guck mal, sind jetzt auch schon. Ups, ach ne, ich wollte gerade sagen, hä? Haben wir jetzt abgerissen. Noch 8. Ist natürlich die Frage, ob wir die überhaupt aufbauen können, weil die auch alle Glas fressen. Passt. Gut, damit bedanke ich mich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Ich war der Opa und sage tschüss, bis zum nächsten Mal.